Warte, da ist noch was. Oh, wie entschlossen er es hinklatscht. Ja, das erinnert mich irgendwie an den Typen aus Days Gone, der immer während den Gesprächen ein bisschen sauer wirkt und dann wieder ganz ruhig. Okay. Es hat mich so aufgeregt. Er hört Radio und dann... Noch mal welches Spiel? Lass mir den Zombie-Horden. Ach, jetzt auch genau. Das außer den Horden eigentlich nichts wirklich gut kann. Nach allem, was sie uns angetan hat, wie viele unserer Männer sind draufgegangen wegen diesem Miststück? Sie haben ja recht, Captain. Aber ihr persönlicher Rachefeldzug bringt uns nicht weiter. Wenn sie nicht blind vor Wut gewesen wären, wären nicht so viele Männer draufgegangen. Halt den Mund. Geht es Ihnen überhaupt noch um unsere Mission? Halt den Mund! Wir tun die Männer leid, die gestorben sind, weil sie an sie geglaubt haben. Oh, jetzt ist der Felsbox-Quiz zurück. Also dann bezahlt Capcom nicht, dass ich mitgehe. Hier HQ, wir haben die Position für Sie. Ada Wong hat die Stadt verlassen und bewegt sich nach Süden zum Hafen. HQ an alle. Nach dem Kapitel Schluss für heute. Sie bewegt sich nach Süden zum Hafen. Wir wollen sie lebend. Die Leute müssen leider morgen arbeiten. Ja, ich auch. Unterbesetzt. Ja, ich auch. Kein Bock. Auch bei uns morgen Grillfest. Von der Arbeit aus. Jo. Also für die Bewohner. Hä? Es gibt auch Geileres bei der Arbeit. Ja, ja. Vor allem, das Grillfest für die Bewohner freut mich, aber es ist immer so scheiße. Hast du nicht gerade einen Sponsor bei Tönnies? Es wäre schön, wenn wir einen Sponsor hätten. Bitburger. Auch wenn es Tönnies wäre. Hauptsache. Wenn Sie mir folgen wollen, ach, jetzt sind wir wieder hier. Oh. Aber kommen Sie mir nicht in die Quere. Solange Sie die Regeln einhalten. Oh ne, warte mal, wir haben ja gar nicht den Kampf mit dem Riesenviech. Ne? Nö. Ich bin nicht so drei Meter weit, aber gut. Sie sollten Ihrem Captain etwas mehr zutrauen. Naja, ist der Captain nur ein einziges psychisches Wrack? Wir haben die Waffe. Das hat gerade gut ausgesehen. Ja. Da kann ich hier auch noch jetzt. Wow! Alter, wehe, du bringst uns zu Kindern, ja. Oh oh. Ja, toll, genau. Schießt auf ihn, er ist der Captain. Nein, nicht. Ich bin Zivilist. Tschuck, 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 die warte Eisenbahn. Mal, die ganze Stadt hat Ausnahmezustand, aber hier fährt immer noch die Dinge rum, oder? Das was? Ist China, das ist nicht die Deutsche Bahn. Ja, okay, stimmt, die muss pünktlich sein. Ja. Die müssen Seppuku begehen, wenn sie nicht pünktlich sind. In Japan, China. Als Chinesen. Ja, noch schlimmer. Ein Grashüpfer-Scharfschütze, jetzt habe ich alles gesehen. Ja, ja. Fand ich schon in der Vorschau gerade eben sehr lustig. Au! Aber ich renne jetzt einfach mal durch. Ich meine, die treffen mich eh nicht. Ha. Oh nö. Was? Ach, ich bin natürlich an einem Mutierten vorbeigelaufen. Und das wäre dann so ein. Ich bin bei der Tür. Ich komme. Einfach durchgelaufen, weil. Und da bist du ja. Da ist noch ein bisschen Leben, weil sie schießt zwar so im Hafengebiet, aber hey. Toll. Klar. Captain, reißen Sie sich zusammen. Der Heli greift uns gleich.
gleich an. Was eine dumme Szene. Was für eine dumme Szene. Was für eine dumme Szene. Es wäre noch schöner gewesen, wenn der jetzt gewunken hätte. Im Heli. Hallo. Ja, weißt du, aber taucht er einfach auf. Also guck mal, da ist ein Heli, der könnte Probleme bereiten. Chef. Das war wieder so eine berühmte, man hört den Helikopter erst, wenn er um die Ecke biegt, Szene. Erst, wenn er direkt vor dir fliegt. Was zum... So kam das gerade vor. Ja, die hatten den Rotor vorher ausgeschaltet. Ja, der hat einen E-Heli, weißt du, der ist leiser. Oh, scheiße. Oder so einer, der noch mit Hand betrieben wird, das ist China, wir müssen mit allem rechnen. Mit Pedal. Zum Drehen. Das Geräusch kommt auch nur aus dem Soundgenerator. Okay, das sind bestimmt die Chinesen drin, die haben hart Beatboxen geübt und machen das mit den Lippen. Ach, nö, nicht so, ja, schon wieder. Wenn wir es zu dem Gebäude schaffen! Was? What the fuck? Was? Wie bin ich ins Wasser gefallen? Ich weiß es nicht, Flo. Hinter mir ist was explodiert. Ich glaube, der Helikopter hat mit dem Rakete auf das Boot geschossen, auf dem ich war. Möglich. Das wäre eine saudoofe Szene, weil ich... Wieso bin ich ertrunken? Vielleicht hast du kein Seepferdchen gemacht damals als Kind. Verdammt. Ich bin Elite-Soldat, kein Schwimmer. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist kein Froschmann. Oh, diese Kameraführung ist so schrecklich, weil sie einfach starr hinter dir ist. Oh. Vor allem, ich finde es schön, es soll ja eine dramatische Fluchtsequenz sein. Trotzdem musst du die ganze Zeit stehen bleiben, um eine Taste zu drücken. Ja, ja. Und da bewegen sie sich auch noch wie so Holzmenschen. Sie sind nämlich gerade so ein bisschen an so Rail-Shooter. Nur ein sehr schlecht. Rail-Shooter habe ich immer gerne gezockt. Doch, ich habe mal irgendwo in einem Spielhalle oder so eingezockt. Hä? Was zum Florian? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Oh. Schön ist auch hier for you. Ein Spieler hat sich für eine andere Spielsitzung entschieden. Ah ja. Das ist vielleicht so eine Szene wie die mit dem Panzer bei dir. Ach, dass du jetzt das Problem hast? Ja. Bitte nicht. Da bin ich immer noch nicht drüber weg übrigens. Ich auch nicht. Das war schrecklich. Ich hätte das Spiel 10 Minuten früher beenden können, aber nein. Das kann doch nicht wahr sein! Nicht reden! Weg hier! Ach, jetzt raff ich's! Was? Ich werd von einer Rakete getroffen. Ja. Ja, zu langsam kann ich ja nicht sein. Ich war ja eben vor dir und dann eben war ich mit dir gelaufen. Ja. Aber wenn ich im Raketen... Also wenn die Rakete dich trifft, bist du sofort tot. Ah, macht Sinn bei so einer Rakete. Ja, die ganze Zeit stört es keine Sau, jetzt auf einmal ist es tödlich. Ja, ja. Ich würde einfach automatisch springen, als würden wir hier nichts was verpassen, weißt du? Das kann doch nicht wahr sein! Das kann nicht Spaß schreien. Weg hier! Ja, man kann auch drauf zurennen, dann springt sie automatisch. Warte mal, ich hab da was. Ja, klar! Alter. Fick dich!
Und mir jetzt auch gerade den Füßen und den dem Boden und den Füßen weg. Ich glaube, du musst da echt durchrennen. Ja. Nicht von dem großen Schild-Typi. Euer Rüstungstypi beeinflussen. Einfach rennen. Deswegen tue ich jetzt auch nur rennen. Einfach auf der A bleiben. Das kann doch nicht wahr sein. Nicht reden. Weg hier. Lass mich mal vorbei, danke. Ich renne jetzt einfach vorbei. Bewegung. Hör auf, stehen zu bleiben! Drück einfach A und renn. Mach ich, aber dann macht er... Ach, es ist ein Träumchen. Wenn wir es zu dem Gebäude schaffen. Okay, ich bin weiter als sonst. Ha. Reicht es, wenn ich da rüberkomme? Ja, speichern. Ja, einfach durchrennen, ne? Ja. Ada Wong wurde am Kanal gesichtet. Charlie und Delta Team, Sicherheitslinie um Ku Cheng bilden. Aua. Jetzt müssen wir gegen den Heli kämpfen. Schon wieder. Ja. Gut, ich habe noch ein paar Schuss aus dem Granatwerfer, so ist nicht. Ich kaufe ihm nicht ab, dass er hier gerne essen geht. Heilen uns mal ein bisschen. Ha! Ja. Klar. Dann los. Ich würde sagen, die Suppe war scharf. Bewertungen sind im Keller. Zu Ada. Verstanden. Jetzt sind eher ins Wasser gefallen. Es tut mir so leid. Na, guck, ich hab ihn runtergeschupft. Was ist für gerade? Ich hab mit dem Granatwerfer auf die geschossen. Ne, da war ein Explosionsfass. Achso, das will gerade, hä? Ah ja, ich verstehe, was ihr sagt. Das Spielcode ist echt scheiße. Sind hier Sherry und Jacob nicht auch vorbeigekommen? So irgendwo hier im Hafen, ja. Aber ich glaube. Achso, stimmt! Das ist das zerstörte Restaurant, auf dem wir gekämpft haben gegen das Segenvieh. Ah, stimmt! Jetzt, also sind wir früher dran. Wow. Wir sind der Ursprung. Ach, ja, warte mal, da kommt doch jetzt die Szene, wo wir gegen den Typen da kämpfen, wo der Präsident da kommt. Wo Kennedy? Ja, ja, das ist die. Genau. Ach, der Scheiß. Jetzt kommt Leon. Oh, das ist dumme Szene. Präsident. Auch von Neo Umbrella, ne? Ja, ich glaube. Aber du als Präsident wird es nicht sein, weil nein. Du würdest sagen, nein, Papa. Nein, es ist auch nicht, weil den legst du um. Ganz, das war doch ein Trailer gewesen vom Resident Evil 6. Dass Leon den umgelegt hat. Den Typen da? Den Präsidenten. Das ist nur der Sicherheitsberater.
Echt? Ja, das war doch der große. Keine Ahnung. Warum legt. 7 Jahre her. Warum legt Leon den Präsidenten um? Das passiert in der ersten Minute, in der ersten 60 Sekunden vom Spiel. Ah, okay. Ja, gut. Hey, ich bin ein super ausgebildeter Soldat. Ich kann einen ziemlich gut schießen auf große Entfernung, aber ich reagiere völlig überhastet und deswegen verkacke ich die Sehne. Mhm. Okay. Ja, aber gut, haben wir dann. Der Aufzug! Nächstes Mal. Okay. Ah. Wer ist das? Sherry und Jake? Nee, Leon. Schön, dass Sie vorbeischauen. Ah, okay. Stimmt. Gefallen Ihnen meine Umbauarbeiten? Jo. Wollen wir das drücken? Na! Das tut gar nicht so weh. Haha, ich hab's überlebt. Wie hast du das gemacht? Aber weggerannt. Ah, du musst rennen und rutschen. Was ist nochmal rutschen? Auf dem Boden rutschen. Okay. Alter! Klar. So, jetzt müsste die Szene kommen. Todeslaser ist wie in Resident Evil 1. Dann hätt's mich jetzt erwischt. Hm? Dann hätt's mich erwischt. Ja, ich hab schon gedacht, jetzt kommt eine Todesanimation. Das wäre geil gewesen. Einfach so. In welchem Spiel haben sie den Todeslaser nochmal eingeführt? Im vierten. Oder? Im vierten. Im fünften, fünften glaube ich nicht, aber im vierten auf jeden Fall. Echt, wo war der da nochmal? In dem unterirdischen Labor. Ja, gut. So, gleich sind wir am Ende. Okay, ist hier noch irgendwas? Ne. Ich glaube nicht. Mal schnell Waffen durchgucken. Auch das Messer nachladen. Noch das Messer nachladen. Alter. Nein. So die Monsterhand, das wird 5 Stunden lang schleifen. Aber nur in den Vorgängern. In Monster Hunter World ist nicht mehr so schlimm. Ja, stimmt. Was zur Hölle ist das hier? Die Hölle. Bleiben Sie wachsam. Wer weiß, was das Mist. Ja, guck mal, auf der anderen Seite laufen sie. Leon und die andere. Ja, es ist. Die andere. Hey Leon, wir sehen dich, wir könnten miteinander reden, aber wir ignorieren uns. Hey, Leon, help, Leon, Leon. Oh Gott, ich wusste es, Ashley hat eine Geschlechtsumwandlung machen lassen. Ja, okay. Wir sitzen fest. Wir könnten auch durchs Glas schießen, aber egal. Aktiviere Verriegelung, teste auf Prototypen. Bitte was? Hey da! Komm die Kisten her. Was zur Hölle? Ach, sind Minen noch. Wie wär's mit einem Spielchen mit einem der neuen Prototypen? Ist ja billig. Wir werden uns nicht aufhalten. War dieses Bumper nicht so ein Spiel von damals, so ein uraltes PC-Game? Achtung, hinter der Mine. Aua. Bloß, dass es mich gerade sehr an Airhockey erinnert. Ja, halten Sie die Biester fern von mir, Captain. Ich öffne das Schloss. Nochmal. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Sicherheitsverstoß in Raum 0. Aua. Sicherheitsverstoß. Aua. In Raum 0. Aua. Sicherheitsverstoß. Bloß, ist gerade sehr schwierig. Okay, jetzt erwischt. Noch schön so vom Kopf stehen geblieben. Ja, ja. Schön theatralisch noch umgedreht. Was ist das für ein Scheiß? Kommt noch mehr von dem Viecher. Jetzt ist leider ein Quicktime-Event, wo ich da bin. Achso, ja, machen wir da schneller. Kann ich da schlecht. Deswegen heißt es ja Quicktime. Ja, Quicktime ist schneller. Ich kann die Trophäe rausnehmen, bevor du das Ding aufmachst. Geil. Du Slawiner. Geil, das ist eine Menge Slawiner, du. Das ist schon so spät. Oh.
zur Hölle ist das hier? Bleiben Sie wachsam. Wer weiß, was das Miststück geplant hat. Genau, jetzt schon aufmachen. Geht leider nicht. Na, wie dumm. Brechstange liegt da. Du musst erst dagegen boxen. Ja, stimmt. Wir sitzen fest. Aktiviere Verriegelung. Teste auf Prototypen. Der Mutter, der sitzt auf Prototypen. Ada! Ada, ich rufe theatralisch. Wir haben hier so Sie haben Post. Biester, als ob es Insekten wären. Na, also Zombies oder sowas wären mir auch gerade lieber, ehrlich gesagt. Oh, hinter dir. Ach ja. Leon, mach mal ein bisschen schneller. Weißt du, was das heißt? Wir haben, ja, wir haben dieselbe Szene nochmal bei Leon. Ja, super. Jetzt. Oh, hinter dir. Hammer's. Deaktiviere okay. Verriegelung in Raum 1. Das ist ein Glück. Los geht's. Wir haben keine Zeit. Dein Scheiß. Jemand möchte nicht, dass wir Ada kriegen. Vielleicht arbeitet sie nicht allein. Ich find's schön, wie wir die Stimmen da ignorieren. Also ich können wir eigentlich. Kann man Ada die Kampagne zu zweit spielen? Ja. Echt? Ja, da spielst du so ein 0815 Gehilfen. Juhu, 0815 Gehilfen. Wobei da es gibt die Vermutung, dass es der Typ aus Resident Evil 2 wäre. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Husk. Husk, der legendäre Husk, der supersoldatigste Supersoldat, den es gibt. Supersoldatigste Supersoldat. Ja, Husk ist so eine Legende. Leider gab's ja von dem nichts mehr. Ich schieße und krieg was gesagt. Ja. Warum? Nein. Es ist Ninja Wong. Ich bin Soldat, ich kann die Luft anhalten, wenn ich durch eine unbekannte Substanz renne, aber nein. Ich schmier sie mir an die Schmeißfüße und rauche. Hey! Ja klar. Da ist sie. Halten Sie sie auf! Ich hab sie! Ah. Warten die jetzt im Koffer hier? Na, sie hat es gerade aber noch nicht in der Hand gehabt. Ja, sie ist doch gerade irgendwo reingerannt und wieder raus. Ja, aber ich meine, als sie vor dir gerade gerannt ist, hatte sie nur die Pistole. Keine Ahnung. Ich glaube, die beiden sind sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie begegnet. Nee, glaube ich auch nicht. Der Heli. Chris? Doch. Leon. Woher kennen die sich? Ach stimmt, aus dem Film. Na stimmt. Aus Vengeance oder wie der hieß, oder Vendetta. Nimm die Waffe, Chris. Keine Ahnung. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem. Nein, tut sie nicht. Es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Wegen ihr habe ich meine Männer verloren. Ich über 70.000 Menschen. Den Präsidenten eingeschlossen. Alles wegen Simmons. Arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Richtig. Captain!
Hey, ich könnte so eine Kugel voller Spritzen werfen und sie alle infizieren. Nein, ich werfe eine bescheuerte Blendgranate. Ja, damit es weitergeht. Ach so, okay, sorry. Halt! Also Chris nochmal im siebten Teil auftauchen kann. Ups, was gespoilert. Und Chris im achten. Stimmt. Und Chris in Resident Evil Chris. Wir beide wollen doch dasselbe. Also gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simmons. Das war ja auch schnell die Überzeugung. Oh ja, mein Gott. Männer halt. Du wirst das Richtige tun. Sie will anscheinend zum Hafen. Los, rein! Hey, Pierce. Was Sie gesagt haben, dass ich für etwas davonlaufe. Sie hatten recht. Captain, können Sie sie einholen? Und ob ich kann. Ich habe alle Fast and Furious-Teile gesehen. Vin Diesel war mein Fahrlehrer. Ey, voll krass die Maschine, ey. Und Manta Manta. Oh, dann ist es ja gut. Wenn er Manta Manta. So, die Til Fahrsequenz noch, oder? Mit Til Schweiger. Mit Til Schweiger. Ada Wong bewegt sich in südliche Richtung zum Militärhafen. Ich empfehle erhöhte Wachsamkeit. Der Handy ist so schnell. Der hat eine Lachgaseinspritzung, Paul. Ja, und einen Fuchsschwanz. Ich habe ja echt eine Lachgaseinspritzung. Ich glaube, die Autos, die da sind. Die haben ja einen Hambis. Okay, Achtung, Lachgas. Ja, toll, Flo. Ich weiß. Ja, dafür ist es China, es ist ziemlich wenig Verkehr hier. Na schön. Na gut. Blockieren Sie alle Ausgänge. Geht leider nicht. Alle Einheiten sind im Einsatz. Wir können niemanden entwehren. Verdammt! Könnte das zu Ihrem Plan gehören? Das ist doch gar nichts treffen. Eigentlich müssen wir sie irgendwie einholen, oder? Ja. Was? Was? Die anderen hin. Die haben ja abgehängt. Was? Jo. Alter, bleib auf deiner Fahrspur. Alter! Ach Gott, weil alle anderen tot sind. Ja, mein Gott. Shit happens. Alpha, kommen! Hier, Delta! Wir hören, dass die Elder Wong verfolgen. Wir tun hier unser Bestes, aber lange halten wir nicht mehr durch. Erwischen Sie diese Frau, bevor alles noch schlimmer wird. Keine Sorge, Soldat, das werden wir. Schützen Sie nur die Zivilisten. Verstanden. Viel Glück. Hoffentlich ist dieser Mist bald zu Ende. Delta, Ende. Hoffentlich ist dieser Mist bald zu Ende. Delta, Ende. Yeah. Oh mein Gott, deutsche Synchro. Nur im Englischen? I hope it's over. Over. Ah. Ja, okay. Wow. Jetzt schieß halt!
Bei mir schießt er die ganze Zeit. Er schießt. Das hat bei mir gerade geil ausgesehen. Konntest du gerade schießen? Nö, der sehe ich gerade nicht. Ah, weil bei mir hat er einfach gerade ausgeschossen und rechts fährt Ada. Das sieht so, hat so gut ausgesehen. Okay. Auf diesem Zug, der da vorbeigefahren ist, ist übrigens auch der eine Buskampf. Okay. Mit Leon, oder? Ja. Nee, hier. Doch. Echt? Das ist geil, also irgendwie alles begegnet sich hier. Naja. Parkhaus. Tokyo Drift. Mit Doppeldeckern, die ziemlich klein wirken. Guck mal das Auto, wie groß das halt auch ist. Alter, so wie steil ist es denn hier, bitteschön? Nee, aber vorhin die Autobahnauffahrt war genauso steil. Alles klar. Nice, wegballern. Der letzte Maskenmann. Wow! Was ist denn jetzt passiert? Weiß ich nicht. Ey, ich bin einfach in die Szene geworfen worden und hab auf einmal gefahren. Obwohl ich nichts gedrückt habe. Ich hab hier noch gar nichts gedrückt. Das sah auch gerade wirklich so aus. Aua. Schön, dass man in dem Scheißding auch keine Orientierung hat. Ey, ich find's schön, dass. Alter! Wieso haben die Fahrzeuge eingebaut? Das ist bestimmt eine Billighammer ohne Allrad, Alter. Ich weiß, warum es danach nie wieder Fahrzeuge gab. Also keine Fahrzeuge, ich glaube nicht. Nur im Fünfer. Aber da hast du es nicht selbst gesteuert. Da hast du nur geschossen. Stimmt. Das ist in Ordnung. Hey, nehmen Sie die Waffe. Ich gehe ans Steuer. Was? Okay, bei mir sitzt einfach gar keiner am Fahrzeug. Echt? Ja, ich. Ich hab's gerade gesehen. Wir sitzen beide. Was? Du, nee, bei mir ist alles okay. Ja gut, jetzt bist du bei mir da drin, aber gerade eine Weile haben wir beide die Waffe festgehalten. Warum? Pass auf, das Ding fährt sich wie ein Panzer. Ja, ist ja ein halber Panzer. Warum schaut die Straßenbahn aus wie aus dem Underground 2? Ne, 1, Entschuldigung. Schieß! Schießt du, Flo? Ja, ich schieße. Okay, weil ich davon gar nichts mitbekomme. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so stark. Alter! Ja, jetzt kann er Gas geben. Jetzt hat er das Gaspedal gefunden, oder was? Ich habe vorher schon immer Gas gegeben, aber gut. Ja, vorher, das war ja wirklich schleichen. Jetzt auf einmal wieder, oh, diese Geschwindigkeit. Ja, ja. Au, 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 au. Scheiße, wir haben sehr viel Schaden. Wow, wo kommt der her? Von gerade eben. Au. Okay, ich kann nicht schießen. Ah, jetzt. Ah, oh. Okay, viel halten wir nicht mehr aus. Ach, das geht. Was soll jetzt noch passieren? Ja, genau. Ein Flugzeugträger, alles klar. Oh, geil, wir haben Ada überholt. Echt? Wir waren gerade vor ihr. Also bei mir haben sich gerade die zwei Humvees, die links waren, einfach in Luft aufgelöst, als ich sie überholt habe. Klar. Das können wir nicht zulassen. Ach, jetzt sind wir hier schon wieder. Ich springe. Wir haben es geschafft. Hier nach.